Ja, wir sind jetzt hier auf dem Immerkopf, einer der höheren Erhebungen in der Gemeinde Wiehl. Und hier gibt es ein kleines Hangmoor. Hangmoore sind eigentlich von Menschen gemachte Moore, wo die unsere Vorfahren früher reingegangen sind und den Torf und das Bodenmaterial abgeplackt haben, um es in die Ställe einzubringen. Das ist ganz selten. Es gibt nur noch so kleine Flecken im Bergischen Land, wo sich das sozusagen wie hier am Immerkopf erhalten hat. Das ist das Moor. Nicht sehr groß, aber umso schützenswerter. Hier abseits der Spazierwege zu gehen, ist normalerweise verboten. Herr Herrhaus hat für uns eine Sondererlaubnis eingeholt. Es ist sumpfig, es ist klamm und dunstig. Moorlandschaft eben, aber auf einem Berg. Da wächst hier dieses Torfmoos. Und das ist letztendlich das, was wir so bekannterweise als Torf in den Garten streuen. Aber das in einer abgestorbenen Form. Wenn das irgendwann längere Zeit über Jahrtausende wie in den großen Mooren abstirbt, dann wird das Torf. Aha, wusste ich nicht. Herr Schöttner zwar schon, aber im Moor war er auch noch nie, obwohl er ja schon vor 25 Jahren hierher kam. Damals übrigens wegen seiner Frau. Und was ist schöner, Nürnberger Land oder Oberbergisches Land? Gemeine Frage. Ja. Jetzt gefällt es mir hier besser, sage ich mal so.